Und welcome back, meine Lieben, zum nächsten Ligaspiel hier aus der Q-Liga, aus der Qualifizierungsliga für Spieler, die sich bei uns neu angemeldet haben. Die bleiben immer eine Season oder während der Season in dieser Q-Liga drin, um sich zu qualifizieren, in welche Liga sie kommen, weil wir ja sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass das ausgeglichen ist zwischen euch Spielern und nicht einer so durchrennt, so wie Freedom zum Beispiel. Da hat es nicht ganz geklappt, kann aber auch sein, dass der Spieler sich einfach krass verbessert hat. Und einfach deswegen hausüberlegen durchs Spiel hier senst. Wir gucken uns mal in die Tabellen an, weil, ihr werdet jetzt gleich sehen, die Tabelle ist mega riesig in der Q-Liga. Wir haben so viele Neuanmeldungen. Guckt euch das mal an. 37 jetzt hier. Nur an Neuanmeldungen, meine Lieben. Für die nächste Season. Wahnsinn, ne? Ich gehe hier auch nicht wirklich ein, weil hier sind kaum Ergebnisse eingetragen. By the way, ich frage mich eigentlich auch, warum hier eigentlich so wenig Spiele eingetragen sind. Ich weiß, dass viele Q-Liga hier spielen. Und da ist kaum was eingetragen. Und die melden auch Ergebnisse. Was ist denn da los? Wo sind denn die ganzen Ergebnisse hier? Hä? Okay. Gut, ich kann euch nichts zeigen. Ich kann euch nur vollprallen, wie viele Leute wir schon hatten. Ja, es sind zu wenig Ergebnisse. Guckt doch mal an. Da ist maximal ein Spiel hier gespielt. Ja. Okay. Ich bin verwundert. Ich weiß, dass sie ziemlich viel spielen. Okay. Gut, gehen wir mal aufs Match. King of Darkness, neu bei uns hier. Gerade frisch angemeldet, hat ja schon berichtet. Er kam hier richtig gut rein hier bei uns. Sehr erfrischend hier bei uns in der Community. Das betrifft natürlich jeden, der hier zukommt. Ich versuche nochmal das Beste für euch hier, dass ihr gut reinkommt. Ist mit den Alliierten hier unterwegs, der King. Und rechts oben, dasselbe, der auch Saftspalte. Der Safti hier auch mit den Alliierten unterwegs, dafür aber in Türkis und der King of Darkness in Gelb. Na, warten wir mal ab, wie die beiden Spieler sich hier so messen auf dieser Map. Den Nervous System hatten wir eben schon bei Alo und Freedom nach einem hervorragenden Spiel zwischen den beiden, aber auch ein Spitzenmatch hier von dem Alucard, was er dagegen in Freedom gezeigt hat. Und das sind übrigens solche Spiele, die ich total liebe, wenn ein Underground einfach mal eben. Das kennt ihr ja bestimmt aus anderen Sportarten, wenn ein Underground mal wie einen gefühlten amtierenden Meister hier vorführt. Das war richtig gut. So, beide Brücken sind hier schon down. Hat King of Darkness hier schon zerstört. Mal sehen, was er hier draus macht. Hier ist er nämlich mit einer Arti unterwegs. Aber dass er die Brücken hier vorhat, rauszunehmen. Muss aber aufpassen, dass er sich hier durch diese Einheiten, hauptsächlich hier durch den hier, nicht die hier nehmen lässt, die Brücken, dann geht es ihm nämlich genauso wie Alu, der nämlich weggedrückt wird und das kann gefährlich werden. Also ich ahne schon, wenn der Sammler sich ein bisschen nach oben begibt gleich bei der nächsten Ladung, dass der hier den auf Gelb schießt. Und wir bleiben dran. Passiert gar nichts. Also nimmt keine Brücken raus. Hier hat er schon gemacht. Aber wir bleiben dran. Hier, genau hier. Wobei. Diese hier nimmt er als nächstes. Könnte auch sein, dass der hier sogar. Sag ja, das knallt hier gleich. Schon die erste gelbe gleich. Ah, gut reagiert mit dem Kanonenturm. Sauber gemacht. Hat er gut gemacht. Thema erledigt, keine gelbe. Hat er ihn gerettet. Hätte es auch drauf ankommen lassen können. Und den Gegner erstmal einen schönen Minuspunkt aufsetzen können. Ja, hat er aber nicht gemacht. Fair Play. Naja, mehr oder weniger. Einfach das Türmchen gesetzt, ihn rausgenommen. Nichts weiter passiert hier auf der rechten Seite. Also kein Rücken zerstören. Also, nee. Absolut nett. Oh, Bauhof ist jetzt Rüben, der zweite. Auch hier der nächste Bauhof unterwegs. Der wird es nach rechts noch schaffen. Und hier. Was meint ihr? Die Wetten sind online. Haut mal rein. Was meint ihr, wer wird hier gewinnen? Saftspalte und King of Darkness. Neu bei uns hier. In der Q-Liga. Qualifizieren sich gerade für eine Liga. Für die Season 6.
Zwei Waffenfabriken, zwei Raffs auch schön. Weit voneinander entfernt. Hier einmal rechts. Könnte jetzt hier noch eine bauen. Hat aber links hier erstmal aufgebaut an der Frontbase. Da ist der Bauhof. Der will die, denke ich mal, sogar ganz nach rechts rüberfahren. Gar nicht mal auf die Zwischeninsel hier. Der die ganz nach rechts. Hat ordentlich Kohle. Dass er hier ganz nach vorne fährt, finde ich sogar mega gut. Könnte jetzt hier eine Base aufbauen und wieder sich zurückziehen. Ich hoffe, das tut er. Da hat er nämlich gleich schon drei Spots eingenommen. Daenerys? Erstmal behalten wir uns das Recht, jemanden nachträglich woanders hinzustufen. Das Recht behalten wir uns vor. Und zweitens haben wir Wege und Mittel herauszufinden, ob uns jemand betrügt. Werden wir natürlich jetzt nicht verraten. Ja, da wird aber schon drauf geachtet. Wir haben mal so eine Blindläufer gehabt, die meinten mit ihren Leistungen zu tun, als wären sie Anfänger. Fand ich ziemlich unsportlich, aber unsere Teammitglieder, unser Prüferteam, unser Testspieler, haben es aber rausgekriegt, dass er bei Whitem auf keinen Fall ein Empfänger war. Nein, bitte, du, das ist eine gute Frage, die du stellst. Also Fragen dürft ihr immer gerne stellen, meine Lieben. Auch gerne die lieben YouTuber, wenn ihr das Video nachträglich seht. Dürft ihr immer gerne Fragen stellen. Versuchen sie zu beantworten. Jetzt wird die Brücke rausgenommen. Ich hoffe, er kommt noch auf den Gedanken. Wenn der hier zu weit rechts fährt, dann weiß er, dass hier eine Frontbase ist. So, vom Stellungsspiel beide in etwa gleich. Ja, man sieht hier, wie kompakt er hier sehr massig baut. Also baut sich auch nicht irgendwie nach unten oder so. Ja, es gibt ja den Trick auch hier, sich nach unten zu bauen. Über die Silos hier rüber. Ist möglich. Macht er aber nicht, er baut sehr kompakt. Aber es wäre wichtig, dass er noch mehr baut. Die Ressourcen gehen nämlich gleich schnell zur Neige, wenn man hier. Hier oben geht's noch. Da ist noch sehr, sehr viel. Hier kann er nochmal eine Raff hinsetzen. Und hier wird auch nicht überfarmt. Also es läuft gut ein hier. Oh nein. Macht gerade die Erfahrung mit der Mitte. Ja. 15 Jahre nicht mehr gespielt. Wir haben hier welche, die haben 20 Jahre nicht gespielt. Haben sich hier bei uns wieder eingespielt. Und haben dann irgendwann einfach mitgemacht. Ja. Mein lieber Chris, bist du übrigens noch da? Wenn ja, sag mal ja, weil dann hörst du mir zu und kannst gleich eine Frage für uns alle beantworten. Oh, 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 aktiver Angriff oder was? Oh, oh. Nein, er verfolgt ihn. Cooldown, eine Minute noch. Nein, nein. Ah. Wie sieht's denn aus? Schaffen wir das? Also tendenziell wird das zu einer fünften Liga kommen. Wären wir noch eine fünfte Liga, um noch die Elo noch mal ein bisschen mehr zu verfeinern, noch mal gründen? Im Discord wurde eine Frage gestellt. Wenn jemand nicht zu erreichen ist, wie wird das Spiel gewertet, was dagegen diesen Spieler hätte? Erstmal generell immer melden, dem Prüferteam, und die werden daran entscheiden. Die werden auch gucken, ob ihr auch geschrieben habt. Ihr habt ja gegebenenfalls ein paar Screenshots, dass ihr die Leute angeschrieben habt und allen drum und dran. Und wenn sich der Spieler auf unsere Bitte auch nicht mehr meldet, dann wird es entsprechend gegen ihn gewertet. Es gibt auch verschiedene Regelungen. Und wenn ihr wirklich genaue Regelungen wissen wollt, wie es immer so abläuft in bestimmten Konstellationen, einfach mit Chris mal anhauen. Da fehlen noch Anmeldungen. Ja, ich denke mal, noch so 30 Anmeldungen brauchen wir noch, um zu entscheiden für eine 5. Liga. Also haut noch mal rein, liebe Leute, wenn ihr noch Bock habt. Also 30 Anmeldungen, gerade aus der aktuellen Liga von der Season 5 haben sich sehr, sehr wenige bisher gerade noch angemeldet. Es sind mehr Neuanmeldungen, also ich glaube, um die 40 Neuanmeldungen haben wir. Die 37 waren noch nicht aktualisiert. Also 40 müssen das ungefähr sein. Cooldown ist um.
Und von den Bestandsspielern haben wir auch ein paar. Meldet euch gerne an. Umso besser können Chris und ich vorplanen. Wir versuchen, ihr habt es ja gemerkt, immer zeitiger alles zu organisieren. Wie zum Beispiel die Boulder Maps. Achtung, First Angriff vom Saft. Mal sehen, ob der King hier das halten kann. Ja, ihr müsst euch anmelden, meine Lieben. Der Ticket, ganz wichtig. Versuchen, alles Mögliche immer früher zu organisieren, damit ihr auch rechtzeitig Bescheid wisst, wie welche Maps genommen werden und so weiter. Aber dazu brauchen wir eure Mithilfe. Nicht zum letzten Drücker mal anmelden. Ist natürlich auch möglich, aber es hilft uns allgemein in der Vorplanung schon. Hat er gehalten? Die Base, er hat zwar wichtige Gebäude verloren, aber er hat die Base gehalten. Brauche jetzt nur noch eine Waffenfabrik neu bauen, dann ist er da wieder im Rennen drin, hat aber nur einen Bauhof. Und aktuell verliert er hier gerade das Tech-Zentrum, der King of Darkness. Ja, Tech-Zentrum raus, kein Backup. Macht ein Problemchen. Hier oben muss er im Fokus bleiben, ist er auch. Baut sich da auch wieder auf, hat dann nochmal eine RAF neu gebaut. Und der hört gar nicht mehr auf. Der ewige Ivan. Er hört nicht mehr auf zu schießen. Ah, da kommt wieder erneuter Rush von Safdi. Nee. Ja, da ist sich wieder zurückgezogen, der Safdi. Traut sich noch nicht so ganz. Meine lieben Donny, Don Bilbo. Ich glaube, das wird so schnell heute nichts mit dem Springerspiel. Aber noch will ich nicht sagen. Aber wir hätten noch ein Springerspiel, aber mal gucken. Also wenn die beiden zu später Stunde auch noch Lust haben, dann können wir das noch machen. Aber aktuell sieht es nach einem harten Unentschieden aus, so wie sich das hier schon kristallisiert. Mal sehen, aber hier reagiert hier der King. Einheiten hat er da unten. Ja, reagiert er. Raff könnte er noch retten. Oh, gerade noch gerettet. Vor allen Dingen, er ist immer noch nicht hier reingefahren. So als letzte. Immer noch nicht. Er könnte noch hier, und das wäre gut, wenn er da expandieren würde. Warte mal, wo ist das Tech-Zentrum? Ein Zuschauer hat mir mal was verraten, aber ich kann da nicht. Oh, da ist kein Feuer. Was will der denn? Nö. Jemand meinte, man soll einfach hochgehen und dann sieht man irgendwo Feuer, dann sieht man, ob da komplette Sicht ist. Ich meine, das ist nur eine kurze Explosion mit dem Feuer, nicht Dauer. Ja, dann nochmal repariert. Der Sammler ist auf Rider Tours. Schade. Hätte gedacht. Muss ich mir noch mal erklären lassen von dem Spieler. Ja, aber YouTuber hat mal einen schönen Kommentar hinterlassen, ein Spieler. Wie man erkennen kann, dass halt der Spieler entsprechende Sicht hat. Er meinte, das lässt sich direkt oben, wenn man einfach rüber geht, bis am Ende der Karte, und dann würde hier ein Feuerchen sein. Ich habe zwar nicht so verstanden, aber ich sehe hier auch nichts.
kann auch nicht raushalten. Das ist nicht so, dass wir einen Schatten sehen hier irgendwie. Ja. Hier nicht. Guck dir mal an, der King of Darkness baut sich hier ganz schön weit auf, hat aber jetzt gerade keine Kohle mehr. Dafür der Safti ordentlich. Kommt hier richtig an die Kohlen ran. Hier links. Ja, ich sag ja, wenn dann Krater auch nur kurz. Von der Explosion, genau, richtig. Das weiß ich auch. Weil, wenn zum Beispiel hier das ist, ne? Geht der ja nicht ganz hoch. Geht er direkt hin. Hier dürfte hier irgendwo explodieren oder hier sogar. Also hier irgendwo in der Line dürfte dann irgendwann eine sein. Da, da sehen wir die Explosion. Das ist die. Guck da. Das ist die vom ersten Techzentrum, die down war. Ne? Die war, das war ja hier irgendwo. Und ja, ist da dann explodiert. Hier denk mal, ja, das kann gut sein wegen der, wegen dem Gebirge. Wenn man das nicht erkennt. So, King of Darkness. Braucht deutlich mehr Ressourcen. Noch hat er die Möglichkeit, hier rüber zu fahren. Die Brücke steht noch. Aber ich habe so das doofe Gefühl, dass das vielleicht bald nicht mehr der Fall sein könnte. Und hier kommt Saftspalte mit den Zerstörern. Meine Lieben, by the way, soll ich auch mal was erzählen? Wir haben 463 Abos diesen Monat. 463 bei Twitch erreicht. Fast wieder eine Bestmarke. Ist Wahnsinn. Ist echt wahnsinnig. Was für ein Support ihr hier uns gibt. Für diesen Content. Und auch bei YouTube. Viele, viele neue Mitglieder. Da auch nochmal besten Dank an euch, meine Lieben. Für den Support. Danke, dass ihr mich und das Team hier so wahnsinnig unterstützt. Und danke dir, Tommy, für dein Follow. Das sehe ich schon, unser Jamie. Aber da oben ist auch noch relativ uninteressant. Er ist noch nicht runter. Ich will jetzt mal gucken, ob wir hier oben und links hatten wir irgendwas Chroniges. Habt ihr das gehört? Das war kurz am Aufblitzen. Aber da macht er nur dicht. Er geht nur voll auf Defensive, macht aber noch gar nichts. Tech-Zentrum, Backup hat er. Chronosphäre, damit wird er gleich was reißen. Zieht jetzt von rechts wieder in die Mitte runter. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Auch hier ein Hafen. Zerstörer vom King. Kommt auch wieder bis an die Kohlen ran. Ich warte nur auf die Kreuzer. Dürfen sie ja bauen. War alles noch nicht so wild. Auch die Front hier noch nicht weiter verstärkt. Nur Panzer produziert er fleißig. Ja, sollte aber hier auch nicht das vernachlässigen hier. Da ist ein BMT. Mal sehen, ob da eine Tanja drin ist. Oben ist nix, ne? Da ist gar nichts, keine Verteidigung. BMT fährt durch. Da ist ein Bunker schon gebaut. Hat er. Ja, er weiß, dass was da unterwegs ist. Müsste er jetzt auch gesehen haben. Der King. Da werden viele, viele Bunker gebaut. Da schon mal raus. Ja. Zum Thema mit den Kreuzern, mit der Limitierung, das wird so oder so noch besprochen. Aber ob es passiert oder nicht, das kann ich euch noch nicht sagen. Es hängt davon ab, ob wir noch eine 5. Liga noch reinbringen oder nicht. Ja, BMT down. Chronosphäre dürfte eigentlich schon bereit sein. Wir müssen ja mal gewisse Abstufungen in den Ligen haben, meine Lieben. Aber so nach und nach, je mehr Ligen kommen und so wahrscheinlich ist, dass wir in den niedrigen Ligen auch die Begrenzungen aufheben. Ah, es kommt drauf an.
Und allgemein auch hier, ne? Guck mal, Limitierung hin oder her. Die wenigsten bauen viele Kreuzer. Moin Germane, schön dich zu sehen, mein Lieber. Passiert aktuell nichts, ne? Die sind nur am Sammeln. Da, guck mal. Da ist einer unterwegs und jetzt die Brücke down. Damit hat er sich selbst die Chance genommen. Gut, er kam mit dem Bauhof. Relativ zügig. Ja, auch hier durch die Mitte. Sorry. Kann auch hier rüber. Irgendwo was Chroniges. Da, Kreuzer. Er hat einen Kreuzer mit der Chronosphäre rübergezogen. Kreuzer gegen Kreuzer jetzt. Oh. Fast one-hitted hier. Oh. Ah, da muss er doch mal hinschießen. Der Hafen ist down. Ja, und dafür auch jetzt der Kreuzer. Aber die haben Respekt voreinander, die Spieler. Die trauen sich noch nicht so recht vor. Er hatte das schon richtig anvisiert, er hat auch gut getroffen. Er hätte nochmal doppelt machen können, unabhängig vom Schattengenerator, mein Lieber. So, jetzt kommt es zum leichten Vorrücken von beiden. Bin mal gespannt, wo die Chronosphäre als nächstes zuschlägt. Vielleicht mit einem Chrono-MBF. Drängt ihn. Also King drängt ihn ganz schön nach hinten. Da sehen wir auch Kreuzer. Hier drei Kreuzer. Und über rechts kommen wäre absolut nicht optimal. Es sei denn, er zieht jetzt alles nach links und das macht er jetzt. Jetzt könnte er aber über rechts kommen. Vorher nicht. Da wäre er schnell in die Enge gekommen. Hier muss King of Darkness jetzt reagieren. Genug Kanontürme sind da. Ah, lass sie nicht splitten. Nimm alles, was nacheinander reinkommt, hier vor. Und jetzt kommt über rechts und über links. Das dürfte aber locker halten. Hat auch nochmal Backup, die Kanonentürme, wenn die zu nah kommen. Im Seegefecht gibt es links auch übrigens. Schaut euch das mal an. Oh Mann. Aber hier krallt sie das. Jetzt muss er sich trauen, der King. Reicht das? Naja, es war knapp. Gut. Mobile Schattengeneratoren. Sehr schön. Die können richtig fies sein. Und wieder. Chrono. Kreuzer. Keine Kreuzer in der Nähe. Er schießt immer hin und her. Okay, das war schon ein sehr krasser Shot, wenn man bedenkt, dass da zwei Schattengeneratoren sind, aber dieselbe Ergiebigkeit haben. Das war schon ein krasser Shot. Habe ich was verpasst? Kann er hell sehen?
direkt aufs Tech-Zentrum rauf. Habe ich die Spione gar nicht gesehen, ne? Hat er ja Spione drin gehabt? Helfen. Richtig, richtig gut. Die mobilen Schattengeneratoren werden auch selten gebaut, genauso wie die Mechaniker. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das Geld habt, dann nutzt auch Mechaniker. Das ist total. Was? Wenn man gerade im engen Gefilden unterwegs ist, wo sie nachher kommen. Und mit der F-Taste könnt ihr zu ihnen übrigens alle gleich schnell werden lassen. Haben wir auch am Freitag gelernt. Im Bootcamp. Das nächste Bootcamp im Übrigen am 13. September, den Freitag ab 20 Uhr wieder mit mir. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch anmelden. Über unseren Discord-Server. Für diejenigen, die gerne ein paar Profi-Tipps haben möchten. Von erfahrenen Spielern. Könnt ihr euch da anmelden. Aman Hero, danke für den Follow. Jetzt verlagert er so ein bisschen nach rechts. Er baut sich auch so ein bisschen mehr nach rechts. Kanonentürme sind jetzt nicht unbedingt mehr geworden. Ich glaube, einen hat er noch nachträglich gebaut. Jetzt versucht er mit dem Teil hier oben rechts lang. Wie nennt man einen Schlag im Nacken im Mathe? Geometrieschlag. Oh, Black Sniper nochmal mit 1000 Bits. Besten Dank dir, mein Lieber. Für die Ablenkung okay, aber Erfolg würde er damit nicht haben. Das ist einfach zu viel von Safti. Und da war wieder Chrono unterwegs hier. Aus dem Urlaub wieder zurück und lässt mir gleich 1000 Bits da. Vielen Dank, mein Lieber. Ich hoffe, der Urlaub war gut. Ja, was macht er jetzt, der Saftspalt? Und nochmal 150 Bits von Mille. Besten Dank. Kann ich nicht oft genug sagen, meine Lieben. Ihr seid zu Hype. Und da kommt der Hype Train nochmal. Schon der zweite heute, meine Lieben. Nur noch 37 Abos, dann haben wir die 500 voll und neuen Rekord, Kanalrekord. Oh, King sammelt sich jetzt so ein bisschen weiter links, nicht noch weiter rechts. Wieso? Der Hype-Train kommt. Ja, jetzt kehrt so ein bisschen Ruhe bei den beiden ein. Komm, Blechbubi, tanz mal. Und Kuni, danke dir für den Follow. Sehr viel Ruhe. Er geht auch nicht so richtig mehr auf die Expansion. Der Kreuzer macht hier so ein bisschen Probleme, ja? Er wird irgendwann auch wieder richtig treffen. Kann auch mal eine Arti, ja, mit den Artis geht er. Ja, da wird er. Der geht nach einer Zeit auch wieder zurück, ne? Das ist das Problemsche. Und da haben wir die Helis. Und jetzt der nächste. Größere Fight zwischen die beiden, zwischen King of Darkness und den Saften. Ei, was für eine bunte Mischung. Von der Farbe her sieht das aus wie ein Swimmingpool. Schöner Cocktail. Und das
könnte sich Spalte holen, wenn er jetzt noch ein bisschen Nachschub zieht. Jetzt kommt er Nachschub. Ah, aber die Kanonentürme sind halt sehr, sehr bissig. Eieieiei, richtig, Tim. Hi, Tim. Ist ja wirklich eine saftige Schlacht. So vollkommen recht. Die schenken sich nichts hier. Die schenken sich absolut nichts. Ich bin mir fast sicher, dass das zum Unentschieden kommt. Ah, kommt der jetzt von hinten mit dem Kreuzer. Ich denke mal, da wird er schnell drauf reagieren. Ist immer noch keine Waffenfabrik, die ist wieder down, ne? Hat er noch nie neu produziert. Kommt nochmal ein kleiner, schlagfertiger Panzer, die Rammelkiste persönlich. Ja, Kraftwerk raus. Warum fährst du nicht hinterher, mein Lieber? Nimm ihn raus! Ja. Weg! Störtebecker Festspiele warst du. Und die war mega. Und die Helis nimm in Ruhe weiter in die Kanonentürme raus. Hier oben waren sie auch ein bisschen fehl am Platze. Weil die Übergänge ja eh kaputt waren. Höchstens, wenn dann hier so an die Reihe, wegen den als Schiffe kommen, ja. Aber so eine Reihe, eher weniger. Meistens kommen die Angriffe von hier direkt. Dann ist der eher der Schweif zu setzen. Ah, er zieht jetzt erstmal alles. Achtung, Chronowirbel. Mal sehen, ob wir den Leckerschmecker beim King gleich sehen. Ah, nebenbei immer mal beobachten, ja. Versteckt jetzt vorne so ein bisschen. Hat auch noch mal eine Waffenfabrik gebaut. Was hier unten aufgrund der Kreuz. Achtung, Chronopanzer. Oh, nochmal 100 Bits von Mille. Nächster Kaffee steht an. Ich glaube, ich brauche gleich echt mal einen Kaffee. Yeah. Sind sehr defensiv, die beiden. Einen Respekt voneinander. Versuchen sie mal mit kleinen Stechelchen. Ja. Was ich hier sehr, sehr gut finde von Saftspalte, dass er hier auf mehrere Heliports setzt und nicht nur auf einen. Damit kann er besser rotieren. Auch ein fünfter wär ganz gut. Dann könnte er hier nämlich bei nicht vorhandener Luftverteidigung, die ist nämlich sehr weit unten, hier vorne sehr viel rausnehmen. Aber mit Chrono rein erkunden. Und dann fliegen. Aber hier aktuell immer noch nichts. Ziehen sich ein bisschen zurück, weil die Kreuzer drauf pfeffern. Hier guck mal, immer noch drei Kreuzer. Und da. Ja, die Kreuzer vom King sind raus. So, Türme sind raus. Hier wird nur produziert. Kohle bei beiden, na, nicht mal so prickelnd. Ein bisschen mehr zusehen. Und hier da ordentlich verteilt. Nochmal 1000 Bits. Jetzt kann ich mir nicht nur Kaffee holen, sondern auch bald die Kaffeemaschine. Leute, ich trinke ja lange schon keinen Kaffee mehr, ne? Vielen Dank, Blackie. Danke, danke, danke. Ich trinke keinen Kaffee, aber hab mal wieder so Latte Macchiato Cappuccino für mich entdeckt. Langsam komme ich wieder in Kaffeegenuss. Ich kenne ja einige bei uns in der Community, einige Spieler, die können ja ohne Kaffee gar nicht. Das ist das Beispiel unser Hamster. Unser Map-Editor schlechthin. Achtung, Chronopanzer rechts unten. Hab sich auch mal instant hier die Raff rausgenommen. Der Chronowirbel kommt immer näher.
Ja, kenne ich, Derpy. Meistens, wenn die Eier zu frisch sind. Ich habe ja immer Bio-Eier bei mir. Ein Teil der Eier geht sehr, sehr gut. Und der andere Teil, da reißt du einfach alles vom Ei mit weg. Dann pelzt es einfach komplett mit 180. Der Chronowirbel ist durch. Hier unten ist auch nochmal ein Chronopanzer. Ist aber kein Chrono-MBF. Das wäre mal mega. Der Chronowirbel. Ah, aktuell wieder mit einem kurzen Rückwärtsgang. Der kann hier locker die komplette Base zerlegen, ey. Eieiei. Der muss entladen werden. Achtung, nächster Chrono. Chrono-Kreuzer. Chrono-Panzer, der die Sammler rausnimmt. Und hier oben nochmal die versuchte Attacke von Dark. Und das ist das Problem im Übrigen. Ihr kommt sauschlecht da oben durch. Ihr müsst da wirklich sehr in einzelnen kleineren Gruppen agieren, nicht in einer kompletten Kolonne. Sonst passiert das hier unnötig. Und dann kommt auch so eine schnelle Reaction und dann war es das eigentlich. Dann bist du da in der Sackgasse. Kannst gar nicht mehr in die ausweichen mit meiner Händen. Chronowirbel zieht ab. Entwarnung. Und jetzt hat King of Darkness seine starke Truppe aufgegeben. Und wenn Saftspalte das richtig macht, kann er nach unten fahren. Und den King endlich von der Insel da verbannen. Oh, Donny, Don Atze, schön dich mal wiederzusehen, mein Lieber. Danke dir für den Raid. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber, und ihr habt was Schönes gespielt und gestreamt. Ja, möge ganz viel Liebe an dir zurückgehen. Oh, guck mal, da sehen wir das, warte. Da, siehst du? Da ist der Krater. Der war am Goldfeuer schon. Und jetzt kommt der Konter. Von Saftspalte. Von Saft. Mal sehen, ob er durchzieht. Er muss nur durchziehen. Damit er endlich mal die Base da wegkriegt. Der Wirbel zieht sich wieder komplett zurück. Schade. Wäre mal Action gewesen. Ja, nimmt er. Nimmt er mit. Hat die Oberhand jetzt. Oh ja, Don, hast du recht. Internet, kein Internet zu haben, ist ganz mies. Und mir geht es gut. Und kein Internet würde bedeuten, ich wäre arbeitslos. Oh, Black nochmal mit einer 5er Bombe. Wir nähern uns den Rekord. Achtung. Fire Sale rechts. Danke dir, Donny, für den 5er Bombe, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Dein Support. Eiwei. Okay, er hat die Base jetzt rechts aufgegeben. Wie sieht es jetzt links aus? Links in der Hauptbase. Da nochmal wieder ein Chronokreuzer. Direkt auf die Raff. Oh, das sieht nicht gut aus. Das könnte hier der Sieg sein. Nimmt die nach und nach jetzt alles hier raus mit dem Kreuzer. Also hier mit dem Kopf da so schnell, er ist aber nicht durch. Wenn nur vereinzelt in Stücken. Na, jetzt baue ich da mal unten wieder auf. Das wird schwierig. Er kann immer noch nach rechts hier. Hat aber bisher nicht drüber nachgedacht. Der King of Darkness ist alles leer.
Und der Kreuzer flankiert hier ordentlich den Bauhof. Und Kreuzer wieder zurück teleportiert. Oh, die Helis. Meint ihr, was er mit dem vorhat? Wohin? Geht jetzt auf einzelne Einheiten. Im Übrigen, meine Lieben, es bahnt sich gerade an, dass die Follower auf... Ich erkläre euch mal eben was. Also wir haben insgesamt 2700, die 7 Follower auf YouTube gerade und 2731 bei Twitch. YouTube überholt so langsam die Twitcher. Von den Follows her. Und auch die Zuschauer kommen langsam bei YouTube in die Ränge bei Twitch. Das ist schon der Wahnsinn. Und jetzt zieht er eiskalt durch, ohne Rücksicht auf Verluste hier in der Mitte. Er will ihn jetzt hier runternehmen. Und jetzt kommt der Rush rein. Und da kommt wirklich sehr viel durch. Geht auf die wichtigen Gebäude. Gibt 10 Minuten nur noch. Oh, von Blacky nochmal 1000 Bits, mein Lieber. Kaum kommst du aus dem Urlaub, hinterlässt du mir hier wieder tolle Geschenke, mein Lieber. Danke dir. Und hier der Fire Sale von King of Darkness. Und das, ich muss sagen, gut gespielt von King of Darkness. Und lange rechts die Base gehalten. Da hatte Saftspalte, unser Safti, richtig Probleme. Oh, nochmal eine 5er-Bombe von Black. Oh, ich glaube, wenn ich jetzt richtig zähle, haben wir nur noch 28 Abos für die 500er-Grenze. Wahnsinn, danke dir. Black Sniper übrigens auch ein Spieler bei uns hier in der Liga. All in. Aber wir haben ja noch genug Einheiten hier überall stehen. Die müssen auch erstmal erledigt werden. Und dann ist das Spiel vorbei zwischen den beiden. Und ich muss sagen, das war ebenbürtig. Die gelben Karten mit den vielen Kreuzern. Da achte ich jetzt gerade gar nicht drauf. Das lernen die ja in der Q-Liga. Wenn sowas mal wehtun kann. Er checkt da nach und nach alles nochmal hin. In die Versenkung. Unten hat er noch. Ich gebe gleich mal einen Tipp. Mit Shift A kann er auch alle markieren.
Da ist Bobby, guck mal, das ist der Einzige. So. Lass ihn mal da, lass ihn mal da. Der war persönlich. Der ist extra der eine zurückgekommen. Der war richtig persönlich. Schönes Match zwischen den beiden Neuen hier bei uns in der Liga. Schön, dass sich die Neuen auch trauen, hier im Live zu spielen. Und wir haben ja gezeigt, das bringt einiges. Das war das Match und das Chi-Chi hier für den Safti, aber auch schönes Spiel von King of Darkness. Was sagen die Ressourcen? Was hat das Ressourcenboard hier? Ah, über 100.000, 110.000 Unterschied, das ist schon ganz schön viel. Ah, das ist massig. Das hat sich auch bemerkbar gemacht auf dem Feld. Wir schalten die beiden mal ein. Ein super geiles Match. Hallo Kader, grüß dich. Na, wie fandet ihr das Match? Erzählt. Sind wir über die 60 Minuten drüber? Nee, 45 waren es. Ja. Okay, ja, knapp über 45. Ich wollte ein bisschen Show machen. King hat richtig gut abgeliefert. Hat unten die ganze Zeit penetriert. Oh. Ich hatte ein bisschen Flimmern, Kasten, Herzrasen. Ja. Geil. Sehr schön. Das habe ich gefunden. Das war ein richtig schönes Spiel. Oh, richtig, danke. Richtig schick. War nett anzusehen. Und es freut mich, euch demnächst bei uns in der Season 6 begrüßen zu dürfen. Sehr schön. Oh, danke. Black nochmal mit einer 10er-Bombe. Black Mensch. Oh, wei. Oh, wei. Leute, wir kriegen unser Rekord viel voll. Jetzt haben wir schon 482 Abos in diesem Monat. Gute Nacht, Donny. Schlaf gut. Wahnsinnsrekord. Vielen, vielen Dank für euer geiles Match. Wir wollen nochmal das andere Match. Da sind nämlich tatsächlich nochmal zwei heiß und wollen das nächste Match doch noch spielen. Das heißt nochmal für euch. GG.